Hallo, heute sind wir hier im Kreiskrankenhaus Perleberg auf der urologischen Abteilung und heute soll es um die Vasektomie gehen, die Sterilisation des Mannes. Um zu verstehen, warum man etwas wie macht bei der Sterilisation, bei der Vasektomie, ein paar Worte zur Anatomie. Spermien werden also im Hoden produziert, in den beiden Hoden und werden dann abgeleitet in den Nebenhoden. In diesen Nebenhoden reifen sie weiter. Bei Bedarf werden diese Spermien aus den Nebenhoden abgegeben in den Samenleiter und von der Samenblase, von den Samenbläschen und der Prostata kommen Sekrete hinzu. Diese Sekrete ermöglichen erst, dass die Spermien beweglich sind, sich bewegen können. Das ist ja später mal sehr wichtig. Folglich muss der Weg der Spermien unterbrochen werden. Wie macht man das? Der Operateur ertastet im Hodensack die Samenleiter. Ja, und wo die Samenleiter sich dann unter der Haut des Hodensackes befinden, wird ein ganz kleiner Schnitt angesetzt und die Samenleiter, der Samenleiter, also beide Samenleiter nacheinander, einmal links, einmal rechts, aus dem Hodensack herauspräpariert und dann durchtrennt. Sind die Samenleiter durchtrennt, werden sie mit einem Faden unterbunden. Das heißt, die Enden werden zugeknotet, unterbunden. Zusätzlich kann man thermisch mit einer speziellen Pinzette, durch die Strom fließt. Dieser Strom erhitzt das Gewebe zwischen diesen beiden Enden, wird das verschmolzen, verklebt, es vernarbt richtig. Somit ist die Sache wirklich verschlossen. Unter Umständen in anderen Kliniken gibt es auch die Möglichkeit, mit Titanclips diese Enden zu verschließen, aber bei uns ist das nicht der Fall. Sind die Samenleiter nun durchtrennt und verschlossen, also das heißt die Enden, werden sie wieder zurück in den Hodensack gesteckt, aber möglichst in verschiedene Ebenen. Warum? Unter Umständen kann es zu einer sogenannten Rekanalisierung kommen. Das heißt, die beiden Samenleiterenden verbinden sich wieder und somit wäre ja der Weg für Spermien wieder möglich. Das wollen wir gerade nicht. Da dieser Eingriff minimalinvasiv, das heißt sehr klein ist, reicht meistens ein kleiner Verschluss mit dem Pflaster und die Wunden heilen ab. Es heißt aber noch nicht, dass der Patient dann schon steril ist, unfruchtbar ist, denn es sind ja noch Spermien im Samenleiter vorhanden. Das heißt, diese ganzen Spermien in den Samenleiter müssen ja erst heraus. Das heißt, nach 20 bis 30 Samenergüssen ist man dann erst steril. Und die Sterilität, die weist man durch ein sogenanntes Spermiogramm nach. Das heißt, man liefert Ejakulat ab, es wird im Labor kontrolliert, sind Spermien vorhanden, sind sie beweglich und wie viele sind es. Und das Labor sagt dann, okay, der Patient ist jetzt steril oder eben noch nicht. Also auf diese Sicherheit muss man warten. Bis dahin gilt man nicht als steril und nicht als unfruchtbar. Ich freue mich heute, den Chefarzt der Urologischen Klinik hier in Perleberg, Herrn Dr. Katerbe, begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Katerbe, wir haben ja über die Vasektomie gesprochen. Welche Folgen, welche Probleme können denn da auftreten? Man muss dazu sagen, dass prinzipiell dieser Eingriff, also die Vasektomie, ein sehr nebenwirkungs- und komplikationsarmer Eingriff ist. Aber alle Patienten müssen wissen, dass dieser in der Regel nicht wieder rückgängig zu machen ist und demnach also auch nicht reversibel ist. Also prinzipiell können natürlich Wundinfekte entstehen. Dieses Risiko kann man zwar minimieren, aber nicht vollständig ausschließen. Und es können auch Blutergüsse oder ein Hämatom innerhalb des Hodensacks auftreten. Und ganz selten, im wirklich seltenen Falle, kann es auch mal sein, dass der ganze Hoden verloren geht. Das muss man sagen. Aber das ist wirklich sehr selten. Stellt sich die Frage, was spricht für die Vasektomie? Wie gesagt, die Vasektomie ist ein sehr kleiner Eingriff, komplikationsarmer Eingriff und er befreit die Frau von der Verhütung. Das heißt, die Frau braucht in ihren hormonellen Haushalt nicht eingreifen mit allen den Nebenwirkungen, die man so kennt, wie zum Beispiel Thrombose etc. Und dieser Eingriff ist einmalig. Danach muss man sich um Dinge nicht mehr kümmern, die eine Schwangerschaft verhindern sollen. Wichtig ist natürlich für den Patienten, dass er weiß, wenn er steril ist, vasektomiert ist, ist ein Rückgang in die Fruchtbarkeit relativ schwierig. Es gibt Operationen, es gibt Verfahren, diese beiden Enden wieder neu zu adaptieren. Diese sind aber nicht sicher, umfangreich und auch sehr preisintensiv. Sollten Sie also Fragen haben bezüglich der Vasektomie, können Sie sich gerne hier im Kreiskrankenhaus Perleberg in der Urologie melden. Wir blenden da eine Telefonnummer ein
und da kann man mit Ihnen alles Weitere besprechen. Zu den Kosten nochmal, es sind also Kosten zu veranschlagen zwischen 350 und 600 Euro, ist also relativ überschaubar. Gut, ich denke, das wäre es für heute gewesen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, ich konnte es einigermaßen gut erklären und bis zum nächsten Mal.